Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange, Episode 3, Chaos Theorie. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Ich musste gerade diesen ganzen Raum hier nochmal durchsuchen, weil ich blöd aufgehört habe. Speichern lag schon ein bisschen zurück. Aber ich habe es jetzt gerade alles nochmal gemacht und jetzt können wir endlich mit der Chloe sprechen. Das machen wir jetzt auch gleich. Auf geht's. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus. And my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? The Prescotts always get their money's worth. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wowzer. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Ich werde das Geld definitiv liegen lassen, weil es hat andere Zwecke. Und Chloe muss auch mal lernen, wenn sie Scheiße baut, muss sie sich da auch mal selber rausholen oder mal sich bemühen, da selber was zu tun. Und nicht einfach was eine nächste Straftat tun, um eine andere Straftat zu bezahlen. Deswegen lassen wir das Geld liegen. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. I know that money would have helped Chloe and me. Ja, du hast vollkommen recht, liebe Max. Aber ich muss dazu sagen, unsere Chloe muss einfach mal aus ihren Fehlern lernen. Der kann nicht immer alles in den Schoß fallen. Das funktioniert nicht. Und ich meine, sie hat uns schon als Freunde, die die Zeit zurückspulen kann. Also wenn ihr was passiert, drehen wir die Zeit einfach zurück und alles ist wieder okay. Solange wie es zumindest funktioniert. Aber Geld klauen geht gar nicht. Und schon gar nicht, wenn es für irgendeinen Behindertendienst ist oder eine Behindertengruppe. Und ich mir einfach sage, das könnte ich mit meinem Gewissen persönlich nicht vereinbaren. $5,000 oder auch Euro, egal, zu klauen. Um für einen Behinderten oder für eine gute Sache, um in eine Gruppe von Menschen oder Tieren oder was auch immer zu unterstützen und da Geld zu klauen. Das geht echt gar nicht. Und deswegen auf die Finger gehauen bei Chloe, das machen wir auch nicht. Ja, wir verlassen jetzt den Raum. Kann ich den Vogel vielleicht jetzt nochmal... You're not so tacky up close. Warum kann sie ihn denn nicht fotografieren? Muss ich vielleicht... Ne. Kann ich mir das im Computer noch mal angucken? Es
Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott, wir bedauern, Sie darüber zu informieren, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnung und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoyders Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackboards Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass Sie diese Angelegenheiten mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Bitte beziehen Sie sich für einen vollständigen Bericht auf die angehängten Dokumente. Aktualisierung, gelöschter Bericht. Sehr geehrter Direktor Wells, wir erhielten einen recht unverschämten und möglicherweise verleumdeten Brief von jemandem aus Ihrer Verwaltung, der Nathan uncharakteristischer, unberechenbarer Verhaltensmuster beschuldigt. Wir sind sicher, dass es sich um ein Versehen handelt. Andernfalls fürchten wir, dass Nathan von Blackwell auf eine angesehenere und bessere finanzierte Schule wechseln muss. Bitte antworten Sie mit einer beigefügten Löschung des disziplinierten Berichts. Oh je, ganz toll. Blackwell Akademie Vorfallsbericht, Nathan Prescott. Folgendes ist eine Liste gemeldeter Vorfälle, die Nathan Prescott betreffen. Es scheint ein Muster an Ausbrüchen und Konfrontationen, gefolgt von Reue, zu geben. Wir empfehlen, dass seine Eltern ihn aus der Schule nehmen und ihn psychologisch betreuen lassen. Einen Tisch im Unterricht geworfen, seinen Englischlehrer beschimpft, Feuerwerk in der Toilette angezündet, Schulmaterialien gestohlen, die Schulverwaltung bedroht, versuchter Diebstahl der Campusstatue Tobanga. Alter, der lässt sich ganz schön viel zu Stunden kommen. Die löschen das einfach nur, weil die Prescott-Familie der Blackwell Haufen Kohle gibt. David Madsen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mrs. Madsens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. Im Angesicht von Rachels vorbildlichem Status sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötigte und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Madsen folgte ihr und fotografiere sie. David streitete dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Krass, oder? Die Rachel, die so eine weiße Weste hatte, beschuldigen die jetzt. Und der David hängt da komplett mit drin, dieser Typ, ey. Der hängt ja komplett mit drin. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Mach doch die Tür zu. We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Okay, wir sind im Schwimmdingsbums bei den Ottern. I would love a soda, but I just get wired. Okay, okay. Süßkram. Man erkennt leider nicht, was drin ist, wird aber so ein Zeug wie Schokoriegel und Chips und so ein Gelumpe sein. Go Otters. Ganz schön viele Pokale haben die sich hier geholt. Okay. Swimming Championship Objectives. Training, Teamplay, Workout, Cardio. Men's Locker Room, da können wir nichts machen. Okay. I actually don't have the time to investigate this caper. Vermisste Taucherbrille. Ich gebe zu, ich bin schusselig und habe mein FlexiWave-Taucherbrille verlegt. Wer sie findet, hat sich ewig währende Dankbarkeit und einen $25-Gutschein für Beanhip-Café verdient. Kontakt: Ray Siren, r Siren, Doppelpunkt Blackwell Academy.ed.
I didn't know, jetzt spreche ich schon Englisch. Kennt ihr das? Das habe ich jetzt ganz oft bei Overwatch. Wenn ich Overwatch spiele, muss ich ganz kurz spielen, reden wir sehr viel Englisch, weil ich zum Großteil auch mit englischen Leuten spiele. Seltener mit wirklich in einem deutschen Team komplett. Allein durch den Teamchat muss man ja Englisch reden. Und dann wechsle ich manchmal so zwischen Englisch und Deutsch. Ich sag dann manchmal mitten im Englisch deutsche Wörter oder wenn ich Deutsch rede, manchmal mittendrin englische Wörter. Das ist total verrückt. Das ist total verrückt. Die anderen, die lachen dann immer, die finden das lustig. Und ich denke mir nur so, ich bin kaputt im Kopf. Das ist deswegen, Entschuldigung. Also, wenn mir mal ein englischer Satz oder Wort rausrutscht, nehmt es mir nicht übel. Das ist einfach, hat durch dieses englische, viele englische Gerede einfach zu tun. Oh Gott, furchtbar. Ja, wir gehen mal zurück und gucken uns hier mal noch die anderen Dinge an. I hope the otters will survive. Die Erde kann nicht warten. Informiere dich, dann leite es weiter. Werde noch heute ein Eco-Freiwilliger. Eco-Freiwilliger, Entschuldigung. Für weitere Informationen www.icecapped.uo. Dann haben wir hier aber auch noch was. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Belohnung. Verzweifelt auf der Suche nach meinem Rucksack mit Schulbüchern und neuem Tablet. Ich brauche diese Sachen für den Unterricht. Auf dem Tablet befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katzen. Also bezahle ich Bares, ohne Fragen zu stellen. Wenn du etwas weißt oder den Rucksack zurückgeben möchtest, hast du meine Infos. Bitte. Hatten wir das? Diese Anzeige war doch schon mal in der Schule ausgehangen. Hatte dann wir nicht irgendjemanden erwischt, wo wir wussten, der hat das? Nee, oder? Verwechsel ich das gerade? Ich habe keine Ahnung. Ach, lass mit Chloe quatschen. Boys or girls? Safe Mädchen umkleid. Ich würde fast eher sein, die Weiber könnten auf die Idee kommen, oder die Jungs? Ach komm, lass mal Junge umkleide machen. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Natürlich wollen wir auch mal wissen, wie. In der Umkleide sieht nicht anders aus bei den Männern als bei den Mädels, aber natürlich wollen wir Mädels in die Männerumkleide. Außerdem könnte es ja sein, wir finden was. Ach, guck mal, wenn ich es gerade sage, wir finden was von Nathan Prescott. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, ich bin ein Arsch, aber ich denke immer noch an dich. Kuss, Logan. Ach, ist er nicht süß. Wollen wir was machen? Nee. Hier ist ein Mülleimer, hier ist nix. E-Zigarette liegt dort rum. Wir gucken aber erstmal hier. Boys locker room is right. Sometimes. Some poor hipster lost their vape. Ach ja, eine E-Zigarette. Warrens Schließfach. Betty developed that in Jefferson's class. Oh, süß. Why? Weil er dich mag, Max. Bist du blöd? Weil er dich Gottverdammt mag. Können wir nochmal? Betty developed that in Jefferson's class. But why? Weil er dich mag, Max. Bist du denn so blind? Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Oh Gott. Victoria, hey, danke, denke gerade an was Unartiges und dich. Oh Gott, nein. Ich will es gar nicht hören. Sehr cool, was hast du an? Nur meine Kristallkette und mein Handy. Heiß. Was hast du an? Ich bin in der Umkleide, nur mein Trikot. Sitze auf meinem Football. Ich sitze auf meinem Football. Entschuldigung. Ich habe gerade echt den Gedanken. Ich sitze auf dem Football. Ich schieb mir den gerade im Po. Oh Gott, nein. Ich will sowas gar nicht lesen hier. Das ist ein bisschen pervers. This must be for training kids. Ja, wahrscheinlich. Oder Victoria, weil sie nicht schwimmen kann. Nathan, oh. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Na, wahrscheinlich. Diazepam, das sagt mir irgendwas. Risperidon. Diazepam, hieß das aber nicht Diazepam? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Medikamenten nicht aus. Ich muss zum Glück eigentlich keine Medikamente nehmen. Ich bin auch immer ein gesegneter Mensch mit Erkältungen. Ich werde immer sehr selten krank. Habe ein gutes Immunsystem. No way am I touching Zach's jersey. Okay.
Vielleicht bin ich aber auch nur ein Hybrid und kann es deswegen ab. Ich habe keine Ahnung. Huh, it's nice to know Victoria loves something besides Victoria herself. Loves the D. Ach, hier sind wenigstens WC-Steinchen drin. Sehr ordentlich. Ist auch das Minimum. Ach so, was ich gerade mal gucken will. Das haben wir verpasst. Das ist, glaube ich, außerhalb dann. Das haben wir echt verpasst. Das hat mich geärgert. Jetzt muss ich mal hier gucken. Wo waren wir denn hier stehen geblieben? Ich glaube, das hatten wir noch nicht, ne? So cool, in der Stille der Nacht durch die Flure zu schleichen, selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen um uns, kam es mir vor, als ginge Chloe und ich auf das Zentrum eines kosmischen Mysteriums hinzu, das größer als wir alle ist. Talent als Meisterspione? Nicht vorhanden. Wir hatten keinen Schlüssel zum Büro des Direktors, aber ich habe ja immer meine Kraft und Dr. Warren Graham. Er half uns mit meiner genialen Minibombe aus Natrium irgendwas aus. Beim Mischen der Zutaten habe ich wohl mehr gelernt als im ganzen Semester. Sorry, Mrs. Grant. Miss Grant ist es ja. Warren ist der Einserschüler hier. Er versucht so sehr zu helfen, vielleicht zu sehr. Aber was ist daran schon schlecht? Ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist. So fanden wir uns im Sancto Sanctorum, danke an den der so gerade eben bestandenen Lateinkurs, Blackwells wieder. Total merkwürdig, nach Mitternacht im Büro des Direktors zu sein und seine Akten und seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Sie ging viel zu sehr drauf ab. Zu sehr drauf ab. Theoretisch hätten wir verhaftet werden können. Hilfe, ich tat einfach so, als sei es eine besondere Episode von Die Zauberer vom Waverly Place. Nur zwei komische Sherlocks, die für einen guten Zweck schnüffeln. Ja, das half. Den Beweis fanden wir nicht. Dafür aber eine seltsame Zeichnung in Nathans Akte, in die immer wieder Rachel in der Dunkelkammer gekritzelt war. Also ein deutlicher Hinweis, dass Nathan irgendwie darin verwickelt ist. Oder einfach verrückt. Nathans Notiz erwähnt auch David M. Also müssen wir an Davids geheime Akten im Bunker. Für einen guten Zweck. Chloe kann es einfach nicht lassen und wollte $5000 Bargeld klauen. Das als Behindertenkasse markiert war. Ob das stimmt? Einen schnelleren Weg in die Karma-Hölle wird es kaum geben. Aber es hätte Chloes Schulden bei Frank beglichen. Ich hielt sie auf, aber es stört mich, dass Chloe so selbstsüchtig sein kann. Ich passe auf sie auf, aber ich kann sie nicht, aber ich kann sie nicht alles tun lassen, was sie will. Mad Max? Eher Mama Max. Wohl wahr, das haben wir schon gelesen, oder? Blackwell Ninja schlagen wieder zu, ja, okay. Gibt's hier was Neues? Nee, wir haben alle kennengelernt, die wir kennenlernen können. Eine Seite 2 gibt es nicht. Fotos hatten wir ja sehr viele übersehen. Hier hat man noch mehr übersehen. Da sind wir hier noch gut dabei. Wobei wir die auch schon übersehen. Ach, furchtbar. Ich bin ja immer so ein Sammeljunkie. Wir haben auch hier irgendwie das deine. Es kommt vielleicht noch dazu, weil es ist auch bloß eine Seite. Und die SMS. Haben wir eine neue SMS? Nein. Hätten wir auch gehört. Okay. Seifenspender. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Bros will be bros. 69 reasons to bang Rachel. Oh mein Gott. Hi! Just when I thought it was safe to go back in the water. Ich will ihn haben. Schwimmbrett? I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Da ist noch ein Raum, da würde ich gerne rein. Oh, da können wir sogar rein. In case I run out of air, I know where to come. Bevor ich hier die Räume abklapper, klapper ich hier erstmal die Schwimmhalle ab. Können wir reingehen? Nee. Ach, das fände ich jetzt so geil. So eine Schwimmhalle komplett für sich ist was Geiles. Ach, und diese Dinger, die kenne ich auch alle noch. Oh Gott, ich war früher mal als Kind direkt in einem Schwimmverein. Also direkt Verein war es für mich nicht, aber es war ein Schwimmkurs und dort haben wir auch Wettbewerbe gemacht.
Und da kenne ich die Ketten auch noch, diese Trennungsketten. Und da war hier unten, genau, das war die Seite hier, waren hier unten drunter, ich weiß gar nicht, die haben das hier nicht, Fenster. Also im Endeffekt im Wasserbecken hier unten drunter an der Kante waren Fenster, riesengroße Fenster. Und dann hatten wir Kinder immer Angst, dass irgendein Hai da rauskommt und ein riesengroßer Wal oder irgend sowas. Im Endeffekt waren das aber Unterrichtsräume, die da drunter waren. Und die Leute konnten dort während des Unterrichts in den Pool gucken. War mal ein bisschen blöd, weil das war genau die Höhe von Kindern, ja von dem unteren Körperteil, sag ich mal. Ah, und wir haben uns ja manchmal dort abgestützt und da gestanden, rumhantiert. Das war dann schon manchmal. Also ich habe diese Fenster gehasst. Ich habe mich nicht gerne an diesen Fenstern abgestützt. Ich bin auch immer, wenn ich an dieser Kante lang schwimmen musste, an diesen Fenstern habe ich einen riesen Bogen drumherum gemacht. Ich hatte so eine Angst vor denen, weil ich immer dachte, dass da irgendwas rauskommt oder irgendwas passiert. Nudeln! Schwimmnudeln! Mehr hoch? Nee. So, ich glaube, wir können mal in die Räume. Ja, wir sind wieder beim Hai, okay. So, hier sind wir jetzt rausgekommen, ja. Lifeguard, dann gehen wir doch mal hier reingucken. Oh, Halloween! Oh Gott, das ist jetzt Ende September gleich. Was haben wir heute? Heute haben wir den 24. September und Halloween steht vor der Tür. Ich liebe es. Oh Gott, ich liebe es so sehr. Ich habe im Oktober eine Woche Urlaub, da werde ich meine ganze Wohnung mit Halloween-Zeug auskleiden und draußen ein bisschen den Garten und einen Kürbis wegschnitzen und oh Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Halloween ist so toll. Aw, look at the baby Halloween pumpkin. Na, kann ich davon ein Foto machen? Wieso macht sie davon kein Foto? Ausgehen können wir nicht, ne? Nee. Coffee and swimming. Good combo. Kaffee geht immer. Yes, we get it. Otters. Okay. Mehr ist da drin, nicht drin in den Akten. Nur so eine Postkarte, wo die Otter irgendwie... Don't even think I'm gonna make a move on you. Okay. Rettungsdummy. Now I have the power over light and death. So, the big plan is win. Ja, easy. Wollen wir das Licht mal anschalten? Oh, wie geil. Poolbeleuchtung, das sieht so schön aus. Ich liebe es. Wie hat die sich denn jetzt so schnell umgezogen? Wo hat die denn den Bikini auf einmal her? Oder ist das ihre Unterwäsche? Hallo? Darf ich dich schubsen? Time to do or dive, Max. Soll ich mich jetzt hier umziehen gehen oder was? Hello, gorgeous. You wish, Max. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. This isn't a desperate cry for attention or anything. Wieso fängt die Musik jetzt an? Das hört sie so nach Ende schon wieder an. Well, we care, dickhead. If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Ich will mich aber noch umgucken, weil es könnte sein, dass wir von der Victoria Those look like finden. The most cozy, comfy towels in towel history. Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Arcadia, Amber? Oh, Entschuldigung. Arcadia Bay Buslinie. Eine Fahrt nach Portland. $18. The wit. It burns. Oh, das sind Beavers. Oh, Victoria Schließfach. Natürlich. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Naja, das jetzt nicht unbedingt, aber...
Where does that other sock go? Das typische Waschmaschinenphänomen, wenn man Wäsche wäscht. Those are some musty ass old shirts. Yuck. Wir haben noch Brooks Schließfach. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Das amerikanische Autokino, sowas würde ich auch gerne mal machen. So, das gibt es bei uns hier leider nicht. So, ich glaube, wir haben alles gesehen. Wir sollten jetzt mal zu Chloe.